Hallo und herzlich willkommen wieder zu Mortal Kombat XL. Heute spiele ich mal den Story-Modus. Nee, Kapitel wählen. Ich habe schon damals den Story-Modus durchgespielt und heute spiele ich das für euch durch. Ah, die Videosequenz wird lange dauern, egal. Ich starte jetzt mal. Kapitel 1. Vor unzähligen Jahren griff Shinnok, einer der Götterältesten, die anderen Götter an und überfiel das Erdenreich. Raiden und die Götterältesten hielten Shinnok auf, verbanden ihn in das Unterreich. Andere traten in Shinnoks Fußstapfen, wie der Außenweltimperator Shao Kahn, der wie besessen war, das Erdenreich zu erobern. Raiden überzeugte die anderen Götterältesten, das von ihm erdachte Mortal Kombat Turnier einzuführen, um die Chancen auszugleichen, dem Erdenreich zu helfen. Über Generationen befolgte Shao Kahn die Regeln der Götterältesten. Der Krieg fand in der Arena statt, in der seine stärksten Krieger gegen Raidens Verteidiger antreten sollten. Im Mortal Kombat. Vor 2 Jahren schlugen wir ihn. Aber Shao Kahn wollte nicht verlieren. Er verwarf die Regeln des Mortal Kombat und überfiel das Erdenreich. Fast alle Verteidiger, gute Freunde, starben, wurden zu bösen, untoten Kriegern. Aber trotz allem hielten wir seine Invasion auf. Zur Strafe vernichteten ihn die Götterältesten. Wir dachten, der Albtraum sei endlich vorbei. Aber es zeigte sich, dass Shinnok alles beeinflusst hatte. Shao Kahns Invasion, seinen Tod. Alles Teil von Shinnoks Plan, aus dem Unterreich zu entkommen und den Krieg gegen die Götterältesten fortzusetzen. Das sieht mehr aus wie ein Shooter-Spiel jetzt, ne? Kapitel 1, Johnny Cage. Ziel direkt voraus. Bringen Sie sie schön sachte runter. Mach ich doch immer. Wenn Sie mit immer noch nie meinen. Major? Also gut, Sie haben die Koordinaten. Der hintere Waldrand. Von da aus nehmen wir das Portal zu Raidens Himmelstempel. Wo ein wütender Götterältester mit seinen Teufeln auf uns wartet. Götter, Portale, fliegende Dämonen. Blinde Typen mit magischen Schwertern. Die Welt verändert sich. Zum Schlechten, wenn wir Shinnok nicht bald aus Raidens Tempel vertreiben. Er will die Lebenskraft des Erdenreichs vergiften, den Jinsei. Und das werden wir verhindern. Kenshi und ich freuen uns, dass der Major uns erlaubt mitzumachen. Wir helfen gerne, Shinnoks Arsch zurück ins Unterreich zu treten. Ich glaube, der ist tot. No!
So. Schneller. Ja. Oh nein, nein, falscher Knopf! Ding dong! Oh. Wie in einem Horrorfilm. So einen animierten Horrorfilm. Wieso müssen die Videos immer so lange dauern? Egal, jetzt kommt der erste Kampf. Ein bisschen voreilig, oder? Skorpion. Nein! Ich wusste nicht, dass ein Gesicht sowas kann. Ey, ich hab's schon angegriffen. Boah. Mann! Nein! Das wollte ich gerade nicht, aber so geht's auch. Nein! Nein, das wollte ich nicht. Oh, schon? Zurück zum Heli. Sonja, raus mit dir! Sub-Zero. Das war unangenehm kalt. Heul doch. Alter. Mann! Oh, gerade noch so.
so ein Fan bist. Haha, so ein Fan. Hey, ich wollte den ersten Treffer machen. Kann ich auch. Was? Das sieht aus. Haha. So. War besser, als wir auf derselben Seite standen. Oh ja. Alles klar? Ja, uns geht's besser als den Männern. Noch eine Sache, für die Shinnok büßen wird. Nein, Fujin. Es ist zu spät. Die mächtigen Götter des Ebenreichs. Du besudelst diesen heiligen Boden, Quan Chi. Hinfort! Wollt ihr eure Freunde gar nicht sehen? Ihr habt sie sterben lassen. Ich gab ihnen neues Leben. Ein Leben schlimmer als der Tod. Eines, das du bald teilst. Und mein Herr wird dein Ende mit ansehen. Nightwolf! Man schlägt keine Frauen. Das ist deine letzte Mission.
Der echte Jax würde sie nie schlagen. Richtig. Sonny Cage, ich werde dich mit Freuden töten. Mann! Kann man fehlen, du? Achso, nur er kann's nehmen. Weil er so ein Bedrängnis war. Hey! Und hat er aufgemacht. Was? So. Mann! Hey, schon fast 20 Minuten. Aber nur durch die Videos. Ja, ich war hinter ihnen. Oh, diese Scheiß... Mann! So hast du davon. Was war das gerade wie eine Fahranimation? Oh. Wir kriegen dich wieder hin. Am liebsten würde ich gerne die Videosequenz überspringen. Aber ich lasse es einfach laufen. Nett, die wiederzusehen. Sonja, das ist nicht er. Sergeant, was gibt's? Ist das der Lift? Ja, der Lift. Sento enthält die Seelen all meiner Vorfahren. Sie leiten mich. Könnten die sich vielleicht mal beeilen? Anataka Hidakimasu. Hoch geht's! Ja. Zurück! Jetzt! Los! Ihr bleibt hier. Schließt die Tür. Wo kann er hin? Jetzt siehst du es, Raiden. Dein Vermächtnis. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du andere Götterälteste betrogst und das Erdenreich angriffst. Wir hielten dich auf, verbannten dich ins Unterreich. Wir werden es wieder tun. Entferne den Schatten vom Licht und der Schatten wächst. Das Vermächtnis des Lebens ist tot, Raiden. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Geschehen!
Fass den Jensei nicht an! Oh, das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren. Über den Tod. Jawoll! Oh, sorry, Ma'am. Hab sie nicht gesehen. Ma'am. Kläglicher Wurm! Unbedeutendes Stück erbärmlichen Abschaums! Du wagst es! Immer ist das Kenshi! Im Helikopter-Dingsbums. Es ist mein! Es ist mein! Bereit? Wie immer. Sie wird sich mir als Erste anschließen. Nein! Beeilung! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber eins weiß ich genau. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Richtig. Ich wollte den Angriff machen. Alter! So. Ich hasse Shinnok. Shinnok meinte ich, nicht Shinnok. Ich glaube, die erste Runde werde ich verlieren. Boah, das war noch knapp. Nein, das war zu früh. Ich hab's gewusst. Das Reich wird mir gehören. Mann. Halt einfach die Backen. Was war das gerade? Aua. Mann. Der war gut. Boah, Alter. Und das war Kapitel 1, ja? Und wie kämpft er schon so wie... Als wäre er schon Kapitel 9 oder so. Oder ich stelle mich einfach zu dämlich an. Boah, ja. Alter, diese Breaker. Mann, Alter. Stress jetzt nicht. Boah. Alter, das ist echt zum Kotzen. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Ey! Ey, nach der Aufnahme werde ich auf die Einstellung gucken. Ob das wirklich auch einfach ist oder nicht. Im Eigentlich sollte es auf einfach sein. Aber jetzt auf einmal, ne? Funktioniert alles.
dessen Gesicht sowas kann. Meine... Ihr könnt mich doch echt mal am A. Mann, ich hasse diese Breaker. Und die Steuerung hasse ich ebenfalls. Okay, es liegt auch daran, weil ich auch einen anderen Beat'em Up spiele und weil ich auch eine andere Steuerung gewohnt bin. Zum Beispiel hier musste ich selber blocken. Junge, nerv mich! Geht doch! Ey, das sind... Jetzt ja, bist du ein gefallener Gott. Fast 20 Minuten sind es, glaube ich, jetzt so. Oder 25 Minuten. Johnny Cage, das Amulett! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny, haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett. Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Obwohl er blind ist? Sie sagte Johnny. Los! Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin je dahin geschickt, Jin? Ich habe genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst. Ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. So. Ab da ist jetzt Kapitel 2, wie ihr schon leicht seht. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal bei Kapitel 2. Ich sag dann nur noch Ciao.